Momentube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagslocals. Und am vergangenen Freitag war ich auf den Locals in Neumünster bei Magic Friends und habe dort mit Paläozoisch teilgenommen. Ein Deck, was wir schon sehr lange hier auf dem Kanal so nicht gespielt haben, wo ich mir dachte, jetzt wird es langsam mal Zeit. Wir haben es auch letztes Jahr irgendwie nicht dazu hingekriegt, das auch mal zu spielen, weil ich nicht wusste genau, in welche Richtung ich das Deck bauen möchte. Und jetzt ist mir so eine Idee gekommen, da dachte ich, ja, das muss ich mal ausprobieren. So ein bisschen neuen Support aus anderer Richtung, denn entsprechend ja auf der Band sind so einige Dinge passiert, die dem Deck halt nicht so ganz viel geholfen haben die letzten Jahre. Wo man halt mal ein bisschen ja, out of the box denken muss und das Deck vielleicht mal in eine etwas andere Richtung schubsen muss. Und ja, ich würde gleich mal erzählen, was wir alles dran verändert haben und wie sich das Deck spielt und wie allgemein das Turnier für uns halt natürlich auch lief. Legen wir los. So, da haben wir das Deck und ich würde sagen, wir steigen natürlich bei den Fallen ein, denn das Deck ist ja eigentlich primär ein Fallendeck. Und ja, wie jetzt das Ganze hier irgendwie so ein bisschen Sinn macht. Ihr seht schon, ein bisschen Spice, den wir hier drin spielen, den will ich gleich nochmal ein bisschen erklären. Also, wir spielen bei den Paläozoisch Monstern. Dreimal Dynamiscus, dreimal Kanadier und dreimal Olenoides. Das sind quasi die drei besten. Sei denn, man könnte irgendwann mal wieder 60-Karten-Deck spielen, dann könnte man vielleicht auch sowas wie Marella spielen und auch Eldonia, die auch sinnvoll sind in solchen Varianten, damit man so ein bisschen mehr Recycling und mehr Traps ongoing hat, aber das sind halt die besten. Banishing ist nice, Verdecken ist auch sehr cool und ja. MST aus dem Deck zu haben ist natürlich auch schön und wichtig ist, dass die wieder zurück aufs Feld kommen als Aquamonster, die man halt für weiteres Link-Material benutzen kann. Die sind auch von Monster-Effekten umberührt, was sehr, sehr cool ist. Die müssen sich direkt unchainen auf die Aktivierung einer Falle. Das heißt, wenn der Gegner noch was zwischen chainen kann, kann man die halt dann nicht unchainen. Und ja, das sind halt unsere Paläozoics. 9 Monster im Main-Deck, natürlich noch ein paar im Extra-Deck. Dann haben wir bei den weiteren Fallenkarten dreimal Fallentrick, die halt uns theoretisch jeden einzelnen der Paläozoics rausholen kann. Und theoretisch aber halt auch noch weitere Karten, die wir hier drin spielen. Gefängnis des Eisdrachen habe ich auf 2 gespielt. Also man sollte auf jeden Fall solche Karten auf 2 oder mehr spielen, damit Fallentrick überhaupt vernünftig funktioniert. Karte in der Theorie sehr, sehr geil eigentlich. Ging bestimmt, ging eigentlich ganz viele Matchups, aber ich habe sie heute halt nicht gesehen, weil ich auch Fallentrick relativ selten hatte. Weswegen Gefängnis des Eisdrachen nicht wirklich irgendwie, ja, was Sinnvolles machen konnte. Aber ist halt so, was soll man machen. Dann, was ich mir gedacht habe, spiel mir Sprite Kreuzfeuer. Das Interessante ist, die Karte ist, obwohl der Sprite im Namen steht, gar nicht unbedingt Sprite-related so von der Funktionalität, denn die kann man auch ganz gut mit Paläozoics super benutzen. Man kann quasi ein Monster auf dem Feld oder im Friedhof wählen, egal von welchem Spieler. Und dann kann man das entweder als Xyz Material an einen Rank 2 ranhängen, den man kontrolliert. Oder man kann es einmal auf die Zone beschwören oder halt übernehmen, wenn es halt auf dem Feld ist, auf die Zone, auf die ein Link 2er zeigt, den man kontrolliert, was sehr cool ist. Da gibt es theoretisch ein paar dumme Plays, die man machen könnte mit dem Anomalocaris und sowas und mit allgemein den ganzen Monstern, denn es ist halt grundsätzlich möglich, natürlich auch mit Kreuzfeuer auch die Paläozoic Traps, wenn sie auf dem Feld sind, zu wählen, die eigenen, und die an seine eigenen Monster ranzuhängen. Was natürlich halt bei den paläozoischen beiden Extra-Deck-Monstern sehr sinnvoll ist, weil die dann ihre Extra-Effekte bekommen. Es kann passieren, oder wenn man halt das Spiel gegen Paläozoic spielt oder andere Decks, die halt mit Trap spielen. Es ist theoretisch eine Interaktion, aber ansonsten ist das ein sinnvoller ja, Interrupt, der entweder auf dem Feld interrupten kann oder auch im Grave und deswegen auf 2, weil man kann sie halt nur mit Fallentrick raussuchen, aber man kann sie halt natürlich auch mit den Sprites selbst sich aus dem Deck holen. Und dann noch 3 Handtraps, weil die Karte allgemein halt sehr gut ist in dem Deck. Damit kann man halt, ja, sehr viel aufhalten. Ist eine Handtrap, ist auch eine Trap, die halt damit auch die Paläozoics triggern kann. Man kann die Karte auch aus dem Deck mit Trap-Trick rausholen. So, das sind unsere Traps, eine Menge. Dann, ja, kommen wir dazu. Man kann halt keine wirkliche mehr Monster-Engine mehr so richtig spielen. Es sei denn, man möchte halt wirklich Hardcore nur Anti spielen. Deswegen muss man so ein bisschen umdenken. Ja, die 3 Austauschfrösche kann man immer noch spielen, mit denen man halt zusammen mit den Traps und halt allgemein auch mit dem Austauschfrosch selbst in Toad gehen kann, First Turn. Aber man hat natürlich nicht den Ronin Toad, mit dem man halt noch das ganze Setup machen kann und auch keine Duprocs und den ganzen Kram, weil das ist alles eh too much. Deswegen braucht man eine andere Engine. Deswegen habe ich gesagt, ey, probieren wir doch mal die Sprite Engine aus. Die haben wir jetzt, ich glaube, was 4,5 Monate oder so hier nicht mehr auf dem Kanal benutzt. Das letzte Mal, glaube ich, auf der Europameisterschaft und kurz davor auf den Sonntagslogos mehrmals mit unterschiedlichen Deckvarianten. Dachte mir, dann holen wir mal die Engine wieder raus, weil theoretisch bringt halt der Vorteil dieser Engine halt, dass man dank Austauschfrosch zusammen mit dem Sprites First Turn
eigentlich so gut wie immer, es sei denn, der Gegner hat Interruptions an bestimmten Stellen und man kann nicht entsprechend kontern, es kommt immer halt ganz drauf auf die Hand drauf an, dass man halt trotzdem eine Totally Awesome eröffnen kann, weil Totally Awesome kann sehr sinnvoll sein in dem Deck, denn man kann halt solche Karten wie zum Beispiel auch, man kann halt zum Beispiel mit allem setten und keiner Handkarte in der Hand dann quasi den Gegner abgeben und trotzdem halt Dynamiscus live haben, weil man kann halt, wenn der Toad geht, kann er halt wieder einen der Ausrausprüche sogar auf die Hand nehmen, weswegen man halt trotzdem diesen Interruption wieder live machen kann. Bei den Sprites spielen wir dreimal Blue, dreimal Jet, einmal Carrot und einmal Red. Man könnte theoretisch noch ein paar mehr erhöhen. Das große Problem, was das Deck trotzdem hat, ist Consistency genügend Zweier in der Startbahn zu öffnen. Das Problem ist halt, Düsen Deckcheck ist leider kein Zweier, auch nicht die, also der ist halt ein Einser und die, die eine, die halt drei Normal Traps oder so aus dem, oder drei Traps aus dem Deck revealen kann und eine fühlt man sich der Hand hinzu, die ist halt, glaube ich, ein Dreier oder so. Es gibt halt nichts, was so richtig Zweier ist, was ein bisschen schade ist, weil sonst könnte man halt so richtig gut das exploiten, das ist ein bisschen schwierig. Weswegen man so ein bisschen wirklich an den eigenen Sprite-Support geklammert ist und deswegen ich auch gesagt habe, ich spiele drei Austauschfrösche, weil ich brauche unbedingt einen Sprite plus ein Zweier auf dem Feld, damit ich überhaupt in Kombos gehen kann oder halt zwei Sprites, in dem halt einer von den beiden halt der Searcher dabei ist, damit man Kombos gehen kann. Das Problem ist halt, wenn man nur einen von denen hier öffnet, ohne das hat man ein großes Problem, da kann man nicht viel machen. Das ist halt das Problem bei dem Deck. So viel sinnvolle Zweierkram ist mir jetzt hier nicht so eingefallen, den ich dachte, ah, das könnte man noch irgendwie sinnvoll integrieren, weil ansonsten wird halt der Space zu klein, dass man halt nicht wirklich viel Trap spielen kann. Und ich wollte das halt immer noch im Paläozoic-Deck lassen und kein echtes Sprite-Deck, sondern ein Paläozoic-Deck, das eine Sprite-Engine mit drin spielt und auch einige der Sprite-Traps zum Beispiel spielt, die normalerweise in Sprite eigentlich nicht wirklich gespielt werden. Deswegen, ja. Theoretisch sehr geil, praktisch halt immer davon abhängig, dass man zwei irgendwie öffnet, damit man halt in seine Kombos gehen kann. Aber man hat ja noch weiteren Support, mit dem man noch mehr rausholen kann hier. Dann spiele ich noch zwei Magnamut, einen Drew Swarm und einen Saronir als Interruption. Braucht man halt gegen Tierlements, gab es heute wieder nicht. Ich hätte mir eigentlich andere Karten hier gewünscht, lieber andere Handtraps oder so, wären mir sinnvoller gewesen. Das ist halt so doof, solange Tierlements drum ist, musst du halt die irgendwie spielen. Aber eigentlich willst du die nicht spielen, weil in dem Deck machen sie halt wirklich nicht viel. Also man kann vielleicht damit das ein oder andere Link 2 noch raus im First Turn, aber ansonsten sind die kein sinnvolles Material für irgendwelche guten Extender-Plays, indem man in gute Negates oder so reingeht. Das geht halt nicht, aber man muss sie halt spielen. Das heißt, wir spielen halt quasi vier Handtraps zusammen, also vier abgeheuerlich zusammen mit 13 Permanents, also quasi 7 Handtraps. Und dann meine Spells für Consistency. Zwei Topf der Begierden, schade, dass die Karte immer noch auf 2 ist. Auf 3 wäre es natürlich auch geil. Hier natürlich habe ich mich dagegen entschieden, dadurch, dass das Extra-Deck ein bisschen tighter ist, zu sagen, ich spiele einen der anderen Töpfe. Vor allem Top 6 war ein bisschen zu risky und Topf der des Wohlstands war für mich so. Das Deck braucht eigentlich die Advantage statt eine spezifische Karte. Man kann auch die spezifische Karte. Nur das Problem ist halt mit 6 Banish, wenn man auch noch die Paleozoic Stuff drin hat im Extra-Deck, dann nuckelt man sich ganz schön schnell leer. Deswegen fand ich den Topf eigentlich ganz gut und der war auch sehr nice, hat sehr gut reingezogen und. Wenn man so ein bisschen Angst hat, dass man sich irgendwie Combo-Pieces rausbanisht, also ich habe noch nie irgendwas komplett rausgebanisht, es war immer irgendwas da, entweder von den Sprites oder von den Paleozoics oder halt die Austauschfrösche, irgendwie, so viel kann man gar nicht banishen mit dem Topf, dass man überhaupt irgendwie da keine Combo-Pieces hat. Dann natürlich für Consistency, das ist halt, wenn man halt gar keine Sprites eröffnet, kann Starter schon die komplette Combo sein, was sehr, sehr schön ist. Und halt quasi halt als weiteres Sprite-Monster quasi gezählt werden kann, weswegen man in den coolen Plays gehen kann. Und den Schmetterer. Den man natürlich in diesem Deck halt super gut maskieren kann. Zwischen diesen ganzen Traps ist man auch nicht ganz so auf verlorenem Posten, wenn man Fallentrick aktiviert, denn man hat immer noch eine gute Quickplay, die halt davon nicht eingeschränkt ist, weil normalerweise ist halt so ein Paleozoic die Trap-Trick, wenn man halt nur aktivieren, wenn man schon alle anderen Traps quasi benutzt hat, sodass man halt die letzte halt noch benutzen kann. Aber hier kann man halt auch noch mit dieser guten, suchbaren Quickplay die noch mit drunter maskieren und den Gegner halt nochmal Interrupt geben, ohne dass sie halt von Trap-Trick überhaupt irgendwie tangiert wird. Sehr schön, sehr gut und dank Sprite-Starter funktioniert auch eigentlich erst dieses gesamte Deck, weil ohne das wären die Karten einfach not good enough, dass man überhaupt vernünftig First Turn irgendwelche Kombos gehen kann. Dann kommen wir zur Extra Deck. Da haben wir einen Opabinia, einen Anomalocaris. Beide sehr gute Karten. Opabinia halt der Searcher und der erlaubt uns aus der Hand zu aktivieren. Anomalocaris, wie gesagt, es gibt halt diese dummen Plays, die man machen kann, wenn man möchte. Man könnte einfach drei Sprites overlayen, den machen und wenn man halt dann in dem gegnerischen Spielzug eine Trap Special, kann man mit Kreuzfeuer den unter Anomalocaris setzen. Na, der hat 4 Materials und kann halt schießen, obwohl er halt ja, nicht mit der Trap ursprünglich beschworen worden ist. Das kann man so ein bisschen cheaten, wenn man möchte. Bei Mopabinia ist halt, das Ding ist, er ist halt das einzige Monster, was man halt wirklich First Turn rausmachen könnte, wenn es sinnvollere Traps geben würde, mit denen man was vernünftig anfangen kann. Weil wenn man sich das so durchguckt, die haben, habe ich vorhin Eldonia gesagt? Leancoelia.
Eldonia macht doch irgendwie Attack Defense Manipulation oder sowas. Liancolia wäre eine sinnvolle Karte, wenn man mit der Banishstone spielt. Okay, das war ein Throwback zum Anfang des Videos. Es gibt keine sinnvollen Traps, die man so direkt aus der Hand aktivieren kann, außer diese eine, die halt irgendwie, ich glaube, es ist das Pikaya, wo man zwei Draw und eine, oder eine Discard und zwei Draw, aber dafür muss man halt ein Pelesoic abwerfen. Warum ist es nicht die generische Karte? Ist ja so viel besser, wenn man die abwerfen könnte, eine generische Karte, um dann Draw zu kriegen. Marella ist halt so, man braucht halt entsprechend noch mehr Traps und noch mehr Setup, bevor das alles live wird. Und alles andere ist alles irgendwie so, langsam. Deswegen dem Deck halt so ein bisschen was fehlt, damit es eigenständig spielen kann. Und ich vermisse da wirklich, okay, ich verstehe das, dass das Deck halt wirklich keine Spells hat und auch keine Monster und nur aus Traps besteht. Aber dann sollten sie halt wenigstens irgendwie das so machen, dass wir, man kann den ja eigentlich First Turn gar nicht mit Paleozoics pure machen, weil man kann einfach keine Traps First Turn aktivieren. Wenn man schon mit anderen Engines spielt, dass man vielleicht die Monster-Counts irgendwie ein bisschen runterdrehen kann oder dass man halt Fallen hat, die halt sinnvollen Kram machen First Turn, sodass man halt so in irgendwelche Draws, in Searches irgendwas noch extra kommen kann neben den Opabinia, sodass man auch allgemein mit dem Deck spielen kann. Oder man sagt wirklich, man bringt vielleicht Monster raus, damit würden auch die Sprites automatisch besser werden, weil wenn es noch ein Monster geben würde. Ich würde sowas zum Beispiel gerne sehen wollen, dass einfach ein Paleozoic Monster gibt, das einfach ein Zweier ist, den man einfach normeln kann oder so. Und sein einziger Effekt ist einfach, du kannst once per turn vielleicht eine Falle von der Hand aktivieren. Als einfach so quasi Ignition-Effekt oder so. Und dann noch eine sinnvolle Falle, die man benutzen kann. Das ist quasi ein Opabinia in langsam und der muss sich aktivieren, weil das ist ja eine Condition, die man schaffen will, wenn man permanent die Dinger von der Hand aktivieren kann. Irgendwas, damit das Deck also irgendwas selbstständig machen kann. Aber momentan ist es halt total davon abhängig, dass es mit irgendwas anderem spielt oder dass es halt extrem lange grindet. Und ich finde, die advertisen gar nicht so das Grind-Game als die Paleozoic Traps an sich. Und ich finde, es sollte eigentlich ein schöner Mix aus beidem sein und nicht einfach nur Grind. Und deswegen habe ich immer gesagt, spielen wir jetzt das so. So, dann haben wir zwei Riesensprite. Kann man auch auf einen spielen, theoretisch. Ich habe meistens immer nur einen gehabt, aber ey, der zweite als Backup ist immer nice. Zwei Totally Awesome. Habe ich, glaube ich, sogar gemacht. Als einer im Grave habe ich nochmal einen gemacht. Kommt auf, dadurch, dass wir halt die ganzen Traps haben, ist es sinnvoll, als nur einen zu spielen. Eine Kornblume. Damit wir halt in unser Play gehen können mit betäubender Magierin und göttlicher Arsenal. Zeus Himmelsdonner, da fliegt schon ein Side-Deck-Karte durch die Gegend. Und dann kommen wir zum, zum Link-Part unseres Extra-Decks. Da haben wir eine IP Mascarena, mit der wir halt Interruptions im gegnerischen Spielzug machen können. Dann spiele ich zwei Elfe. Habe ich nur zwei Elfe momentan, deswegen passt das halt eigentlich ganz gut gepasst. Man könnte theoretisch drei spielen, zwei waren eigentlich ausreichend, weil in dem Deck, wie gesagt, es ist ja eher weniger so ein Sprite-Grind-Deck als so ein Sprite-Paleozoic-Deck. Und sollte man ein bisschen dann die Möglichkeit, auch ein bisschen Space zu haben. Wenn man halt nicht drei spielt, dann kann man dann so ein bisschen Space auch für die anderen Sachen haben. Dann habe ich noch einen Sprite-Sprint drin, der ist, also einmal natürlich als Interruption im gegnerischen Spielzug, ganz cool, dass man den machen kann, oder dass man den in den gehen kann, allgemein um den gegnerischen Spielzug Interruption zu haben, aber eigentlich eher sinnvoll für Time, da habe ich ja entsprechend was ins Zeitdeck gepackt, um den Gegner zu nerven, und dann halt die Interruptions mit IP Mascarena, ein Einhorn und ein Avermax, in die man gehen kann, um halt, gute, starke Monster rauszuholen. Dann im Zeitdeck der zweite Druisform und der zweite Saronia, theoretisch würde ich dann 6 spielen, 2-2-2, wenn ich die volle Möhre brauche. Dann drei Kauz und Schlossvogel gegen vor allem primär, waren halt auch die Glue Sounds und der ganze Kram gegen Dark World. Kein Bock auf Handloop. Vulkanischer Streuschuss, das ist das, was wir mit Sprints uns reinlegen. Oder halt auch aus dem Deck specialen können mit Gigantic Sprite, da gibt es so viele Möglichkeiten. Dann 4,2 Second Blitzsturm, Harpien Flederwisch und sowohl als auch Talente, Taktiken, je nachdem, was man für ein Matchup hat, wo man vielleicht mehr Monster-Effekte beim Gegner aus der Hand erwartet. Dann haben wir zwei feierliches Urteil für Going First noch und drei Evenies, um entsprechend auch nochmal Boards zu breaken. So, das ist das Deck und dann kommen wir gleich zu den Matchups. Ich war ja diesmal in Neumünster, wir waren 15 Spieler und ich habe in der ersten Runde gegen, ich würde das sagen, es ist Zombie-Dragoner, aber es ist nicht das Dragoner der Toten-Deck, wie wir es gespielt haben, sondern wirklich Zombies, also mit Zombie-World und Uni-Zombie und Blumen und den ganzen Kram. Ich habe First Turn angefangen und er hat einfach nur drei Set. Ich so, Alter, ich habe irgendwie zwei Olenoides und noch irgendeine Karte gezogen. Ich habe den Permanent oder so. Ich hatte das richtig, richtig, richtig Trash. Der Gegner wollte anfangen, hat dann halt, ich glaube, über Branded Fusion ist er, glaube ich, in Dragoons gegangen oder so. Ja, mit Hexfield Fusion und so in den Grave gelegt.
Und konnte dann halt damit in Dragoon gehen und hatte dann, glaube ich, auch noch die Zombie-World offen. Was ich persönlich sehr, sehr cool fand, ich ließ den Damage von ihm dann durchgehen. Ich glaube, ich habe irgendwie 2,5 oder so kassiert. Und in der Endphase habe ich halt mein Olenoides aktiviert, um sein Dings zu zerstören, seine Feldzauberkarte. Und das hat er annulliert. Das fand ich wunderbar. Da hat sein Monster zwar Push dann bekommen, aber dann hat er auch, glaube ich, keine Handkarte mehr für Negations. Und dann konnte ich meinen zweiten Olenoides aktivieren, um den anderen Olenoides aus dem Grave zu holen und aufs Feld zu kriegen. Und von da aus dann im nächsten Spielzug dann für Kombos zu gehen. Und ich so, okay, geil. Ich kann jetzt meine Kombo so spielen, dass ich in Opabinia gehe, mit dem Palazzoischen Dynamiscus sein Albion banishen kann, damit der nicht in der Endphase noch floatet. Und ich kann für Smashers gehen, mit dem ich einfach easy den Dragoons loswerden kann. Und das Feld auseinandergenommen, so dieses Board da hinterher noch geballert mit schönen Gates und alles. Und ja, dann war das ziemlich in der Tüte. Dann im Game Nummer 2. Ich habe ja bei mir die Variante, dass ich mit 3 Austauschfröschen spiele. Deswegen habe ich noch einen Austauschfrosch aus dem Deck geholt. Mit meinem Toad. Und ja, dann hat er Super Poli, die ich halt natürlich Game 1 noch nicht gesehen habe. Dann dachte ich mir so, okay, jetzt hat er die Möglichkeit, also entweder meine beiden Sprites wegzufusionieren, Elfe plus Red oder Toad plus mein Austauschfrosch. Toad plus Austauschfrosch gemacht, was ich super fand, weil sobald der Monster committed hat, konnte ich wieder ihn rausholen als Negate. Das war sehr nice. Und dadurch, dass er ja Super Poli gemacht hatte, hat er halt direkt schon Monster im Feld. Das heißt, ich konnte sofort wieder Toad rausholen. Und er hat sich dann ausgebissen an meinem Feld. Also die Super Poli war halt irgendwie so relativ egal. Auch wenn er hätte vielleicht so ein bisschen durchpushen können, hätte ich ihn, glaube ich, komplett aufhalten können. Und da kam er da nicht durch und dann habe ich im nächsten Zug dann besiegt. Dann ging es. Alter. Gegen Despia. Auch mit einem Dragoon drin, aber jetzt nicht so eine Variante mit noch Zombies oder so. Game 1 war absolut einmal. Ich habe mit 3 Austauschfröschen eröffnet, weil ich mir dachte, Alter. Will ich jetzt um das Risky Play machen und in Gigantic Sprite gehen oder gehe ich einfach direkt für tot? Ich habe gesagt, ich gehe direkt für tot, ne? Weil ich so. Ich kenne den Gegner, der hat andauernd immer irgendwelche Handtraps. Ich krieg immer irgendwelche. Entweder Ashes, Impermanences oder irgendwelche, wie heißen die nochmal, Ghost Ogres ab. Und da dachte ich mir so, nee, ich mach direkt Toad, so weißt du. Und dann war er dran, hat eine Menge gemacht, eine Menge Stuff, bla bla bla. Er hat natürlich mein Toad geforst und ich so, ich habe eigentlich gar nichts. Ich habe noch 2 Traps und das war's. Konnte dann halt darauf enden, der Zug ist nachher darauf geendet, dass ich halt nachher ein Trap-Monster wieder auf dem Feld hatte und dann halt im nächsten Zug halt den einen recycelten Austauschfrosch halt normal konnte, um dann die wieder zu overlayen. So, jetzt war wieder die Möglichkeit. Gehe ich nun für Riesensprite? Eigentlich ja, ich möchte gerne meine Sprite-Engine gehen und nicht noch mein Totally Awesome, weil der macht nicht viel. Und ich gehe in Riesensprite, will es einen Effekt aktivieren und kriege Ash drauf. Ich denke, ich so, na, hat es den First Turn? Yep. Ich so, ja, ist es egal, was ich mache. Es ist so egal gegen ihn, was ich mache. Absolut nope. Und von da aus war das nur Gequäle und es war ein Grind und am Ende, glaube ich, haben wir trotzdem, also ich habe einiges noch machen können. Ich bin noch irgendwie zurückgekommen, weil er auch halt sehr viele Ressourcen verballert hat, aber das Ding war halt, ich habe keine Sprite-Karte gesehen. Ich glaube, wir waren fast 20. Ich war fast 20 Karten meines Decks durch. Ich spiele 14 Sprite-Karten. Ich habe keine einzige davon gesehen. Die war aus dem Main-Deck. Ja. Dann Game Nummer 3. Gucke ich mir meine Hand an und denke mir so: Joa, das sieht ja gut aus, ne? Set an Impermanence Pass, ne? Ich habe ein Talent der Taktik gezogen. 2 Bestials, die ich nicht mehr rausboarden konnte, so richtig. Ich konnte nicht mehr alle Bestials rausbohren. Hat noch Jet in der Hand, die mir so, ja, geil, sind gar keine Plays. Und ich setze das bestimmt nicht Monster. Ich krieg Lightning Storm ab und denke mir so, ja, ist eh gegessen. Dann Match Nummer 3 habe ich angefangen. Habe ein sehr gutes Board hingelegt. Der Gegner konnte überhaupt nichts machen. Er spielte Punk Pure quasi für Punk Plays. Game Nummer 1 halt, wie gesagt, kam er da nicht durch. Ich habe alles aufgehalten, alles aufgedödelt und da kam er überhaupt nicht durch. Zu fettes Board. Game Nummer 2 hat er angefangen und jetzt wollte ich mal sehen, was er macht und der hat da echt eine Menge gemacht. Das Ding war halt, ich habe es so gesehen, weil weil ich nicht genau wusste, wie der das Deck spielt, weil ich auch nur ein bisschen Punk gesehen hatte. Ich dachte, vielleicht sind auch noch andere Karten, deswegen habe ich das Droll noch rausgelassen, Game Nummer 2. Aber ich habe Evenleason drin gebordet und theoretisch ist das Feld richtig hart. Anfällig an Evenly. Ich hatte Evenly und ich glaube Lightning Storm reingeboardet. Habe aber leider keine davon gesehen und hatte, glaube ich, Doppeljet und einen Blue. Und damit ging halt gar nichts durch das Feld, aber konnte das wenigstens mal sehen. Und Game Nummer 3 war dann so, okay, ich möchte anfangen. Ich habe dann jetzt auch die Draws reingeballert. Habe auch Droll eröffnet und wollte mein Play machen. Habe aber, ich glaube, auf meinen Jet habe ich, glaube ich, irgendeine Annullierung bekommen. Ich glaube, ein Permanence.
Und bin von da aus dann, habe ich dann so gemacht, dass ich dann auf einem Gigantic Sprite geendet bin, plus einem Red. Weil wir waren auch relativ nah vor Time und ich so, ich muss irgendwie schnell den Zug beenden können hier, ihn aufhalten, damit ich weiterspielen kann. Ich hatte auch noch, glaube ich, einen Permanence Set und halt die Drohne und dachte, war ich mir relativ safe, dass ich das schaffe. Und ich hatte, glaube ich, noch Upaminia, glaube ich. So, dann war er dran, er hat glaube ich, die Foxy Tune abgeworfen, hat sich den Searcher sich geholt, Siamin hat den aktiviert, den habe ich negated und dann kam einfach das dümmste Play von allen. Attributed einfach für Hirschnot und dann einfach das stärkste Monster auf dem Feld, wo ich mir denke, Digga. Weil, also den Siamin habe ich ja negated, indem ich einfach Dings weggelegt habe, ne? Und dachte ich mir so, Alter, seriously, bra. Rennt einfach mein Red um, ich so, okay, mein Turn, aktiviere Olenoides auf, ich glaube, einer meiner Karten. Damit die in Grave gehen, in Permanence auf seine Dianode, damit eins meiner Zweier wieder zurückkehrt, einer meiner Paleozoics. Normal Summon die Kauz- und Schlossvogel, machen eine Linkbeschwörung. Die werden, glaube ich, nur noch eine Minute oder so auf den Tacho, es war halt wirklich eng. Und bin dann für Elfe gegangen und Elfe-Effekt hat dann, er hatte nur noch eine einzige Handkarte in der Hand und was ist, ist es Bale. Ich denke mir so, ey, wer boardet Bale gegen das Deck, ey? Seriously. Ah, bin dann der Bell verreckt. Also, ja. Da war nichts zu holen. Da war einfach nichts zu holen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich First Turn ein sinnvolles Feld machen können. Ich glaube, ich hätte, glaube ich, direkt für Elfe noch gehen können plus Red, was sinnvoller gewesen wäre, weil dann hätte ich, glaube ich, nochmal ein extra Sprite nochmal aus dem Grave holen können für weitere Plays. Aber das wäre natürlich auch aufgehalten worden mit Bell. Also, ich glaube, das wäre im Endeffekt trotzdem, hätte ich verloren, weil ich musste halt First Turn einfach über Starter spielen und ja, das Ding ist halt, ich hätte theoretisch auch für den geboardeten Streuschuss gehen können. Das Problem wäre, wir wären am Ende zwar, theoretisch wären wir beide auf 6-9. Das Ding ist halt, hätte ich auch das Play gemacht, hätte ich keinen sinnvollen Negate gehabt. Das heißt, er hätte voll seinen Play noch machen können, weil er hatte ja auch noch Dianode auf der Hand und ja, da wäre halt nichts zu holen gewesen. Also egal, was ich gemacht hätte, es wäre egal gewesen, weil meine Hand einfach nicht gut genug, weil einfach zwei Handtraps haben mich halt irgendwie aufgehalten, was weird war und ich hatte halt auch keine sinnvollen Handtraps. Zu viele Olenoides gesehen, keine geilen Handtraps, wie zum Beispiel, keine Handtraps, Traps, wie zum Beispiel halt einfach, das Book hätte schon gereicht, weil Dino hat, glaube ich, irgendwie 800 Dev oder so. Oder halt auch, vor allem, die Banish-Karte hätten mir halt so viel, deine Dynamis hätten mir so viel gebracht, aber hey, leider nix und dann sind wir am Ende halt 10. von 15 geworden, was halt ist okay, war schön, trotzdem mal Paleozoics auszupacken. Ne? Und wir haben trotzdem zwei Booster fürs Mitspielen bekommen. Und ich bin gespannt, was wir daraus ziehen. Vielleicht ja endlich mal eine Ulti. OTS20 hat uns bisher noch keine einzige Ulti geschenkt. Und da bin ich mal gespannt, ob vielleicht jetzt uns mal eine Ulti bei demnächst mal erwartet. So, wir haben Ninja, Großmeister, Hansuf. Hier sind auch die Karten, glaube ich, umgedreht drin. König des Sumpfes und Ninja zur Kunstschriftrolle. Yay. Wäre mal schön, wenn OTS20 mal nett zu uns wäre. Irgendwie sind ja auch die Booster sehr luftig, muss ich sagen. Haben wir, und die Band spielt einfach weiter. Mimese-Elefant. Ja, den Reprint haben wir gebraucht. Und dann haben wir Flinker Beaver als Super Rare. Nope, nope, nope. Nichts für mich. Ah, schade. Aber ich muss sagen, das Deck ist cool. Es ist endlich schön mal gewesen nach so vielen Jahren, wo wir Paleozoics immer so als Anti-Trap-Monster-Fett-Sachen hinlegt-Deck. Mal einfach mit Sprite ausprobiert haben, weil das macht das Deck vom Spielstil einfach ganz anders. Es hat so seine Schwächen, weil es wirklich sehr reliant ist auf die Sprite-Engine. Aber man hat auch gesehen, in den Games habe ich einfach nur mit drei Traps, mit drei Paleozoic-Traps auch die Gegner auch nicht aufgehalten. Und das ist halt doch, was auch das Deck ausmacht, weil die Paleo-Traps sind halt immer noch extrem gut, extrem versatile und können sehr schnell von sich aus Advantage machen. Aber halt nach dem ersten Zug und nicht im ersten Zug, was das halt immer ein Problem ist. Und es ist auch mal schön, einfach eine andere Variante zu spielen, die einfach so ein bisschen kombo-orientiert ist und auch eine sehr interessante Interaktion macht. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, falls ihr mal selbst ausprobieren wollt. Könnt ihr das gerne machen? Das war's dann hier von mir und ja. Nächstes Mal sind wir dann endlich wieder hoffentlich im Blitzplatz zu holen und können dort ja auch mal Logos wieder spielen, muss ich nicht an Münster. Das ist immer ein bisschen weiter weg. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.